Liebe Bewerberinnen und Bewerber des Sozialpreises 2020 freiwillig engagiert, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Hier in diesem schönen Saal im Haus der Generationen hätte ich Sie heute gerne willkommen geheißen zur Verleihung des Sozialpreises 2020 freiwillig engagiert der Stadt Bern. Sie alle hätten es verdient, hier im Scheinwerferlicht auf der Bühne zu stehen. Aber wir wissen, Corona verlangt, dass wir vorsichtig sind und zueinander Abstand halten. Daher begrüße ich Sie per Video. Für den Sozialpreis haben wir in diesem Jahr 25 Eingaben erhalten. Die Jury hat sich entschieden, 3 Projekte mit je 6.000 Franken auszuzeichnen. Für die Jury war in diesem Jahr rasch klar, dass wir freiwilligen Engagement im Zusammenhang mit Corona honorieren wollen. Denn dieses Jahr hat uns einmal mehr deutlich gezeigt, freiwilliges Engagement, gegenseitige Unterstützung und Solidarität sind der Kitt in unserer Gesellschaft. Nun habe ich die Freude, Ihnen die Gewinnerinnen und Gewinner 2020 bekannt zu geben. Alle 3 kennzeichnen sich durch Kreativität, Flexibilität und rasches Handeln aus. Herzlich gratuliere ich Local Hero, dem Verein für kirchliche Gassenarbeit und dem Verein Medina zum Sozialpreis 2020 freiwillig engagiert der Stadt Bern. Was hat die Jury besonders überzeugt an diesen 3 Projekten? Gerne gebe ich Ihnen einen Einblick in unsere Überlegungen. Als Mitte März der Lockdown verhängt wurde, hat Local Hero praktisch über Nacht eine Webseite programmiert. Diese informierte übersichtlich darüber, welche Dinge des Alltags man wo und wie noch beziehen konnte. Und gleichzeitig ermunterte Local Hero die Bevölkerung, sich loyal mit dem lokalen Gewerbe zu zeigen. Eine Win-Win-Situation. Herzliche Gratulation an Local Hero für diese schöne und wichtige Webseite. Ich komme zum 2. Preisträger, dem Verein für kirchliche Gassenarbeit. Ihm ist es gelungen, in kürzester Zeit den Stand von Freiwilligen um rund 50 Personen aufzustocken. Dieses große Engagement der Freiwilligen für die kirchliche Gassenarbeit will die Jury mit der Verleihung des Sozialpreises auszeichnen. Herzliche Gratulation dazu! Die kirchliche Gassenarbeit konnte dank der vielen Freiwilligen ihr Angebot beim Lockdown rasch anpassen. Sie konzentrierte sich auf das Beschaffen und Verteilen von Grundnahrungsmitteln für Menschen auf der Gasse. Auch die Beratungstätigkeit war in dieser Zeit, wo alles geschlossen war, für die Menschen auf der Gasse extrem wichtig. Der 3. Preisträger, der Verein Medina, richtete trotz Corona einen physischen Treffpunkt auf der Schützenmatte ein, das mobile Gemeinschaftszentrum. Hier wurde gratis Essen verteilt und der Bring- und Nimm-Kühlschrank eingerichtet. Dieser richtete sich an alle Interessierten, aber speziell an Personen, die sich nicht einfach auf eine Familie abstützen oder sich in die eigene Wohnung zurückziehen konnten. Mit einem niederschwelligen Sportangebot brachte Medina auch etwas Freude und Bewegung in die Zeit des Stillstands während des Lockdowns und darüber hinaus. Dafür gratuliere ich dem Verein Medina herzlich. Ich freue mich sehr, dass wir 3 sehr verschiedene und sehr einmalige Gewinnerinnen und Gewinner mit dem Sozialpreis der Stadt Bern auszeichnen konnten. Ich danke Ihnen allen für Ihr großes Engagement und ich hoffe natürlich, dass die 3 Organisationen ihre Arbeit weiterführen und dank dem Sozialpreis auch weiterentwickeln können. Wir wollen den diesjährigen Sozialpreis nicht nur im Haus der Generationen feiern, sondern auch mit dem Haus der Generationen. Daher übergebe ich jetzt sehr gerne das Wort an Doris Wittmer, Geschäftsleiterin der Freiwilligenagentur Benevol Bern. Liebe Bernerinnen und Berner, ich sage Ihnen etwas zum globalen, nationalen und lokalen Kontext der Freiwilligenarbeit. Freiwillige sind das Fundament der Gesellschaft.
Am 5. Dezember ist der UNO-Tag der Freiwilligen. Dieser wird seit 1985 weltweit gefeiert, um den Freiwilligen Danke zu sagen für ihr Engagement. In den meisten Fällen wird dieses Jahr online gefeiert, weil es anders nicht möglich ist. Auf nationaler Ebene wurde vor kurzem ein Manifest zur Förderung der Freiwilligenarbeit eingereicht. Es wurde von 28 Organisationen unterschrieben, unter anderem auch von Benevol Schweiz, von unserem Dachverband. Das Manifest beinhaltet 4 Forderungen. Eine Ansprechstelle auf nationaler Ebene, mehr öffentliche Anerkennung, und die Stadt Bern macht es ja bereits seit mehr als 20 Jahren mit der Verleihung des Sozialpreises. Es soll ein Abbau von administrativen und rechtlichen Hindernissen erfolgen und ein Freiwilligenurlaub von 5 Tagen für Ü30 und für Freiwillige unter 30 soll es ein freiwilliges soziales Jahr geben. Auf lokaler Ebene hat Benevol Bern die erste Online-Kampagne Merci Bern durchgeführt. Vom 30. November bis 13. Dezember schalten wir Statements von bekannten Persönlichkeiten, zum Beispiel von Lisa Catena, von Matthias Abischer, von Matto Kempf und auch von Franziska Teuscher auf. Die Einsatzorganisationen haben die Möglichkeit, auch den Freiwilligen Merci zu sagen. Sie können uns Fotos schicken mit einem kurzen Text und von Bildern der Freiwilligen. So wird die Anerkennung dann auch öffentlich. Und diejenigen, die Freiwillige bei sich einsetzen, die in diesem Jahr zum Beispiel Einkäufe erledigt haben, können uns auch Fotos schicken von den Freiwilligen mit einem kurzen Text. Wir schalten das alles dann online auf Facebook und auf Instagram. Es gibt auch Tagespreise zu gewinnen. Mehr dazu erfahren Sie auf unserer Webseite www.benevolbern unter Merci Bern.